Alles, was wir auf der Bühne akustisch oder optisch fabrizieren, behaupte ich, ist alles Nebensache. Wichtig ist die Einstellung, ob das ehrlich ist und wirklich mit Herzblut gemacht wird. Die Eltern haben uns das Wichtigste überhaupt gelernt, wenn ich gescheit reden darf. Sie haben uns gelernt, dass wir uns über den Erfolg anderer Menschen freuen sollten. Das ist eine Tugend, das ist unglaublich. Wenn man denkt, wir sind jetzt über 5 Jahrzehnte im Geschäft und fast immer in der gleichen Besetzung. Und es gibt Menschen aus Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, von überall her, die uns vom ersten Tag an bis jetzt die Treue halten. Und das finde ich grandios und da glaube ich, haben wir irgendwas richtig gemacht. Wenn ich für eine Sache einstehe, wo ich glaube, man tut mir Unrecht, dann bin ich ein harter Gegner, ein harter Brocken. Aber ich will nichts ohne Fakten. Ich ziehe nicht irgendwas aus der Luft, das hasse ich wie die Pest. Aber wenn ich überzeugt bin von einer Sache, dann kann ich kämpfen dafür. Und die Leute spüren das. Du kannst irgendjemanden einmal überrumpeln, aber nur einmal und dann nie wieder. Und wenn du korrekt umgehst mit den Menschen, ich glaube, dann kommt unglaublich viel zurück. Das habe ich nämlich so erfahren. Und wenn ich auf was stolz bin, dann ist es nur das, dass die uns immer noch so mögen. Und wenn einer sagt, du bist immer noch der Gleiche, dann freue ich mich richtig. Herzlich willkommen auf Vulkan TV zur Sendereihe Wir im Miteinander. Unser heutiger Gast, ein ganz besonderer Mensch, europaweit bekannt, Franz Griesbacher, Chef von Die Baldauer. Lieber Franz, dein Werdegang war ja nicht immer höchst an der Spitze. Du hast ja auch irgendwo unten begonnen. Kannst du darüber ein bisschen kurz erzählen, wenn du dich noch ganz zurück erinnern kannst? Wir kennen uns ja doch schon 40 Jahre. Und wie hat alles begonnen? Ich erinnere mich ganz genau und es ist ja unglaublich, dass ich überhaupt zu Gast sein darf in deiner Sendung, das ist einmal das Erste. Wenn du sagst, ein ganz Besonderer, das macht mich dann nicht so glücklich, wenn du gesagt hast, ein ganz so normaler Südoststeirer, hätte ich mich fast wohler gefühlt dabei, weil ich glaube, dass ich nichts Besonderes bin. Begonnen, wenn du mich fragst, hat alles im kleinen Ort in Baldau, ich bin ja da geboren, ich bin da in die Volksschule gegangen, in die Hauptschule gegangen und habe dann Verkäufer gelernt beim Thaler in Feldbach. Wo ich heute noch gern zurückdenke, war eine unglaublich schöne Zeit, hat mich auch sehr geprägt und ja, fürs Leben sehr viel gelernt von der Familie Thaler. Habe dann auf Wunsch von meinen Eltern das Bundesheer gemacht, nach der Lehre, das war sehr wichtig und dann haben uns mein Bruder, der Erwin und ich, haben uns dann unseren Kindertraum erfüllt, dass wir Berufsmusiker werden wollten. Und das haben wir dann einfach mit voller Energie und mit voller Begeisterung versucht umzusetzen. Und ja, war ein schwerer Beginn, aber es hat sich gelohnt. Wir haben ein Ziel gehabt, das haben wir angestrebt und nichts und niemand hat uns davon abbringen können. Hat viele Rückschläge gegeben, aber schlussendlich war es eine sehr, sehr schöne Zeit, ich möchte keine Minuten missen. Ich habe unglaublich tolle Sachen erlebt. Da muss ein anderer 5000 Jahre alt werden, dass er so ein Glück hat. Ich habe die schönsten Fleckerln auf der Welt kennengelernt. Ich habe wirkliche prominente Menschen kennengelernt, also richtige A-Promis auf der Welt. Ich sage Glück, ob das in Politik war, ob das Schauspieler waren, ob das Künstler waren. Also das war schon etwas ganz Besonderes, das lasse ich gelten in diesem Zusammenhang. Ansonsten habe ich immer versucht, der ganz normale Franz Griesbacher zu bleiben, den Sie in Baldau immer kennt haben, wie mir meine Schulkollegen kennen und hoffentlich in Erinnerung haben, wie mich die Nachbarn immer kennt haben. Da fühle ich mich wohl und deshalb lebe ich auch da. Dein Entstehungsgrad als Berufsmusiker, wie bekommt man so eine Vision, das er nicht mehr loslässt und dann zur Umsetzung drängt. Kannst du darüber ein bisschen noch kurz reflektieren? Und etwas noch, besonderer Mensch, also alleine das, was du jetzt schon erzählt hast, ist ja besonders. Ja, ja. Ehrlich, wenn du das so siehst. Ja, wie kommt man zu dem? Schau, wir sind in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Wir haben im ganzen Dorf hat's einen Fußball gegeben. Und dann hat uns der Albin Welzel, das war ja mein Lehrer, der Schuldirektor, der erste Lehrer in der Hauptschule in Baldau, der hat uns Dorfbuben einen Ball zur Verfügung gegeben und den habe ich müssen, auf den wir müssen aufpassen. Und wenn die Dorfkollegen kommen sein,
Dann haben sie einmal den Ball zusammengegangen und haben einfach das auf dem Ruhmacker, kann man, ich kann es nicht anders sagen, neben dem Bad im Ball, da haben wir dann halt unser Match gespielt. Und das war irgendwie alles, was wir gehabt haben. Und dann der Erwin und ich, mein Bruder, haben immer gesagt, das Ideale wäre halt, Musiker zu werden. Und inspiriert sind wir worden von der Marktmusikkapelle Baldau. Wir haben ja nichts anderes gekannt. Und das erzähle ich ja immer gern, weil es so echt ist und weil es so wahr ist. Wir haben halt sonntags müssen in die Kirchen gehen. Wir sind auch sehr gern gegangen. Ich war lang Ministrant. Und da haben wir die Erlebnisse dabei gehabt. Und da hat dann an speziellen Feiertagen natürlich die Blaskapelle gespielt. Und das hat uns begeistert, dass die da ein Instrument beherrscht haben. Und wir haben ja kein Instrument gehabt. Und die Eltern waren ja nicht so vermögend, für uns hier ein Instrument zu kaufen. Dann sind wir zum Kapellmeister Winkler in Baldau und haben ganz brav gefragt, ob wir nicht ein Instrument ausborgen könnten. Und die Ortskapelle Baldau, dann sind die ersten Instrumente geborgt und ich war dann beim Rudolf Trummer, das war der erste Flügelhornist in Baldau. Habe ich heute noch größten Respekt vor der Persönlichkeit. Der hat uns dann unterrichtet. Und zwar der Lohn für ihn war eine Torte von unserer Mami. Für das hat er uns ein Jahr lang unterrichtet. Jedes Jahr dasselbe. Und das Interessante war immer, wenn wir zum Trummer gehen haben dürfen, die haben schon einen Fernseher gehabt und da haben wir so Sendungen gegeben, wie was ist die Solo für Onkel oder die Serien halt. Und das haben wir dann genossen. Zuerst schnell unsere Übungen vorzeigen, was wir können haben. Und die haben geschaut, dass wir dann um 8:15 fertig waren, damit wir dann können die Serien schauen. Das Ganze hat so ineinander gespielt. Das war für uns einfach ein unglaublich herausragendes Ereignis, wenn wir das so erleben haben dürfen. Und dann haben wir natürlich in weiterer Folge gesagt, wir wollten einfach auf die Bühne, wir wollten was erreichen. Und zu Hause ist ja nur gehört worden, Radio Steiermark. Und da ist in erster Linie Volksmusik gespielt worden damals. Und auf das bin ich heute noch stolz. Wir haben damals das Beste vom Besten erspürt. Erkannt kann man ja nicht sagen. Man hat dieses und jenes gehört im ORF und unter anderem hat man gehört die Original-Oberkreiner Slauko Aussinnig. Und das ist uns irgendwie ins Ohr gesprungen und gesagt, das ist es, was wir machen möchten. Und ich kann heute noch über 50 Jahre kann ich immer noch sagen, wir haben das richtig erkannt. Der ist heute noch der Allergrößte. Das ist für mich ein kleiner Mozart, aber auf einer anderen Ebene, was der damals schon komponiert hat und wie die das vorgetragen haben, das ist heute noch unerreicht. Und auf das bin ich ein bisschen stolz, dass wir das als Kinder gespürt haben. Dem haben wir nachgeeifert und haben dann einfach versucht, Gruppen zu machen mit Schulkollegen und mit Nachbarburschen. Und so hat das Ganze begonnen. Dann haben wir halt überall gespielt, ob ein Maibaum aufstellen war oder ein Kameradschaftsbund-Ausflug. Überall dürfen wir ein paar Töne dudeln, hat es uns halt gefallen. Nicht? Und, aber wir waren dann sehr strebsam und haben gedacht, das reicht alles nicht, wir müssen da ein bisschen zielstrebiger sein. Dann bin ich, der Erwin und ich sind dann nach Feldbach in die Musikschule gekommen. Das war dann schon wichtig, dass wir mal eine ganz andere Basis gekriegt haben. Ja, und dann waren wir bei der Von der Gröben waren wir dann dabei, in der Bundesheerzeit. Und dass wir nicht damals auseinandergefallen sind, dafür ist ja verantwortlich der damalige Verteidigungsminister Lütgendorf. Der hat ja ein Haus gehabt und die Familie hat es immer noch in Baldau. Und der hat uns ermöglicht, er war ja, ich glaube, Ehrenobmann vom Kameradschaftsbund Baldau, der hat dann dafür gesorgt, einen Tag, bevor wir einrücken haben müssen, sind wir dann nach Feldbach in die Kaserne zusammengezogen worden, alle im selben Zimmer und so ist die Band zusammengeblieben. Sonst wäre das vielleicht kritisch gewesen, wären wir vielleicht auseinandergefahren. Also das war ein ganz wichtiger Moment. Und nach der Lehre als Verkäufer bei der Firma Thaler, dann haben die Eltern gesagt, jetzt habt ihr das Bundesheer absolviert, Beruf ist erlernt, jetzt könnt ihr eure Vorstellungen ausleben. Und dann haben wir die Chance gekriegt, 3 Monate in die Schweiz zu fahren, ganz am Anfang nach Italien, da haben wir in Italien begonnen, sind dann 3 Monate in die Schweiz gefahren und für die 3 Monate sind mittlerweile, was weiß ich, 45, 46 Jahre Berufsmusiker geworden. Das ist in groben Zügen so die Laufbahn, wie es bei den Paldauern war. Also wenn ich das richtig weiß, bist du der Chef, der Organisator, der alle Fäden kommen zu dir, ein Miteinander nehme ich an, dass du ja auch leben wirst und nicht alles nach deiner Pfeifen tanzen, sondern er wird ja ein Team sein. Ne?
Wir sind ein Team, aber es geht nicht anders, als dass sie nach meiner Pfeife tanzen. Das ist, ich vergleiche das immer gleich wie ein Fußballtrainer. Stell dir vor, ich gebe dir Beispiele, ich nehme irgendeinen Verein, Bayern München oder was weiß ich, da hat man gesehen, die haben lauter Spitzenkicker, nicht? Das ist unumstritten. Wenn nicht der richtige Trainer da ist, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, das war auch das, was ich am besten können habe, verschiedene, wirklich hochkarätige Musiker so zu organisieren und so zu begeistern und solche Ideen vorzulegen, dass die gesagt haben, ja, dahinter dem stehen wir. Und ich bin stolz, dass mir das so lang gelungen ist, weil wir sind wirklich 6 grundverschiedene Persönlichkeiten. Unterschiedlicher kann man nicht sein, aber das funktioniert hervorragend. Und es gibt ein paar Regeln zu beachten, kommt mir vor, du musst einfach eine gerade Linie haben, das muss nachvollziehbar sein, weil überprüft wirst du täglich, so ist es ja nicht, nicht? Eine Fehlentscheidung wäre ja fast eine Katastrophe. Die Treffsicherheit, die verlangt wird, ist enorm. Aber ich habe eine unglaublich gute Verbindung nach oben zum lieben Gott. Das sage ich immer und immer wieder. Ich bin sehr gut geführt, weil meine Ausbildung ist ja relativ bescheiden. Aber ich habe mich in meiner beruflichen Zeit immer weitergebildet. Ich habe Weltstars in Baldau gehabt, wo es keiner gemerkt hat als Coach oder als Lehrer. Ich habe erst nachher erkannt, wie wichtig das ist, Lernen. Ich bereue heute noch, dass ich in der Volksschule oder in der Hauptschule in Englisch nicht besser aufgepasst habe. Heute bemühe ich mich und will Englisch auf den Punkt bringen, dass ich wirklich super fließend Englisch reden kann. Und da bemühe ich mich und lerne jeden Tag, weil ich das in meinem Hobby ja unbedingt brauche. Und leider habe ich es sehr spät erkannt. Und so war ich immer getrieben. Ich war ein Neugieriger, ich wollte immer lernen. Und ich habe mich immer versucht, mit Menschen zu umgeben, auf denen ich aufschauen konnte. Ich wollte nie der König der Vollklopfer sein. Das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich mich nur um der Schulterklopfer umgebe und ich sage, du bist eh der Beste, das interessiert mich nicht. Ich brauche Menschen, die was sagen, hey, das ist nicht gut oder das gibt es auch noch. Und wenn man das sucht, findet man jeden Tag seinen Lehrmeister. Und je älter das ich werde und je länger ich im Geschäft bin, umso demütiger werde ich und umso wissensbegieriger werde ich. Und mittlerweile weiß ich sehr viel, denn ich weiß, dass ich nichts weiß. Das kann ich dazu nur sagen. Ja, also man merkt ja sehr wirklich, also die tiefe Herzlichkeit in dir. Und das braucht man ja auch, wenn Menschenführung ist ja nichts anderes. Menschen erkennen in ihren Einzigartigkeiten, wie du das so schreibst, und sehr die Verschiedenheiten. Gut. Und das dann zu steuern, um die auch immer wieder aufs Gleiche hin zu organisieren und damit dieses ein Einklang wird, also wie ich das in meinen Worten versuche zu deuten. Genau so ist es. Denen klar zu machen, nur einer braucht den anderen, alleine bist du ja nichts. Es hilft nichts. Und man muss da, ich habe immer versucht, die Stärken von meinen Kollegen herauszuholen und die Schwächen irgendwie so zu verpacken, weil jeder hat Schwächen von uns. Und ich habe jede Menge. Aber das sollte man so verpacken, dass das keine Rolle spielt. Nicht? Das ist die ganze Kunst an dem Ganzen. Und wie du sagst, das alles, was wir auf der Bühne akustisch oder optisch fabrizieren, behaupte ich, ist alles Nebensache. Wichtig ist die Einstellung, ob das ehrlich ist und wirklich mit Herzblut gemacht wird. Jedes Katzerl, jeder kleine Hund spürt, ob es du magst oder nicht. Also das ist jetzt vielleicht ein weit hergefolgtes Beispiel. Und so spüren die Menschen ganz genau, ob du das mit der ehrlichen Einstellung machst. Das ist alles Entscheidende. Und die Schwingung, die wir alle aussenden, das ist das Um und Auf. Und unser Job ist es ja nur, Menschen glücklich zu machen. Und womöglich gut unterhalten, wenn es geht, mit einer guten Portion Niveau. Und ich glaube, das wage ich zu behaupten, auch wenn wir Unterhaltungsmusik machen, dass das sehr aufgeräumt ist und sehr durchdacht und wie gesagt, mit viel Liebe gemacht ist. Und die Leute spüren das. Du kannst irgendjemanden einmal überrumpeln, aber nur einmal und dann nie wieder. Und wenn du korrekt umgehst mit den Menschen, ich glaube, dann kommt unglaublich viel zurück. Das habe ich nämlich so erfahren. Wir haben viel Einsatz gegeben, wir haben nie auf die Uhr geschaut, wie lange sind wir unterwegs. Niemand achtet darauf, dass wir 10-12 Stunden zu unserem Arbeitsplatz fahren. Dann vielleicht 3 Stunden warten, bis das Konzert losgeht, dann 3 Stunden auf der Bühne sind, dann nur 2-3 Stunden für die Leute da sein. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, den wir betreiben. Aber das, was zurückkommt, das ist unglaublich. Wenn man denkt, wir sind jetzt
über 5 Jahrzehnte im Geschäft und fast immer in der gleichen Besetzung. Und es gibt Menschen aus Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, von überall her, die uns vom ersten Tag an bis jetzt die Treue halten. Und das finde ich grandios. Und da glaube ich, haben wir irgendwas richtig gemacht. Und wenn ich auf was stolz bin, dann ist es nur das, dass die uns immer noch so mögen. Und wenn einer sagt, du bist immer noch der Gleiche, dann freue ich mich richtig. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Und ich sage immer, wenn du mich einlädst auf ein Interview, ehrt mich das im Moment. Aber der richtige Erfolg, den habe ich dann bei dir, wenn ich meinen Job einmal nicht mehr mache und ich bin in Feldbach und du sagst, komm, geh mit auf einen Kaffee, symbolisch gesagt, dann freue ich mich, dann habe ich was richtig gemacht. Das ist der wahre Erfolg, der übrig bleibt. Das andere ist alles vergänglich. Die Trophäen verstauben, der Applaus verklingt, das kannst alles vergessen. Aber eine richtige, ehrliche, echte Freundschaft, die bleibt ewig und das strebe ich an. Die Meckerer, das sind meistens die, wenn die den Spiegel vorgehalten kriegen, dann kritisieren sie irgendwo. Und ich kann dir auch sagen, was mich sehr freut, wenn ein erwachsener Mann ein Kompliment macht, dann weiß ich, dass das, was ich gesagt habe, effektiv hält. Und so überlege ich auch meine Moderationen und das, was ich sage. Ich bin immer auf der Suche. Ich bin auch ein Kämpfer. Es kennen mich nicht alle nur als den ganz Gemütlichen. Wenn ich für eine Sache einstehe, wo ich glaube, man tut mir Unrecht, dann bin ich ein harter Gegner, ein harter Brocken. Aber ich will nichts ohne Fakten. Ich ziehe nicht irgendwas aus der Luft, das hasse ich wie die Pest. Aber wenn ich überzeugt bin von einer Sache, dann kann ich kämpfen dafür. Ob das ein Kollege ist, ob das eine Behörde ist, das ist mir dann egal. Ich versuche dann, das Beste daraus zu machen. Aber mit fairen Mitteln. Also eine lobenswerte Einstellung. Und das habe ich gemeint am Anfang mit deinem Charakter, ja. Der ist gleich geblieben, aber deine Persönlichkeit ist gewachsen. Das darf ich da auch nicht weiter zurückmelden, weil mit diesen Kenntnissen und diesen Fähigkeiten, die du in deinem Leben eingesetzt hast, ist ja grandios. Wie ist der übrigens gegangen in der letzten Zeit? Also da habt ihr auch weniger Auftritte gehabt und da ist es ja auch wahrscheinlich das Geld auch spärlich geflossen, wenn überhaupt. Magst du darüber kurz reflektieren? Wir können über alles reden. Zuerst mal, was du da gesagt hast, ich bin bodenständig geblieben und menschlich gewachsen. Das ist ja hochphilosophisch, was du da sagst, ob dem gerecht wird. Ja, ich würde mich freuen, wenn es so ist. Es war großartig, was du da gesagt hast jetzt. Bin eigentlich auch überwältigt, muss ich sagen. Wenn du mich fragst, wie war es mit der Zeit jetzt in der Pandemie? Wir waren auf dem Höhepunkt unserer Karriere. Wir haben einen vollen Tourneeplan gehabt und mit dem Wissen und der Erfahrung der letzten Jahre habe ich das natürlich so organisiert, dass das Ganze einen Sinn gemacht hat. Und vor 2 Jahren im März, vor einem Tag auf den anderen, war das aus. Die Kollegen waren dann mehr nervös als ich, weil die haben gedacht, jetzt bricht die Welt sowieso zusammen. Über Nacht sind alle Jobs abgesagt worden. Wir haben über 150 Konzerte verloren in dieser Zeit. Das ist unvorstellbar. Ich darf dir aber auch verraten, was ich gemacht habe und wie wir das überlebt haben. Ich habe über die ganzen Jahrzehnte, wo wir erfolgreich waren, unter Anführungszeichen, wir haben immer anständig verdient. Also wenn ich jetzt da jammern würde, das wäre dann keine Gotteslästerung, das wäre nicht fair. Mir ist es sehr gut gegangen. Aber ich habe durchgesetzt, ich habe als Bandleader und Manager, wie auch immer, was man mit da bezeichnen möchte, habe ich immer einen Teil unserer Gagen, habe ich über Jahrzehnte immer für die Band veranlagt, weil es war mein ganz großer Wunsch, wo ich gesagt habe, wenn wir irgendwann einmal, wenn der Tag kommt, wo wir sagen, wir hören auf oder wir müssen aufhören oder einer wird krank oder was der Kuckuck, was auch kommen mag, dann war meine Vorstellung immer so, dass ich sagen wollte, so meine Herren, jetzt gibt es ein sensationelles Essen, einen Abschlussabend, nur wir zusammen. Und zum Schluss hätte ich gern dann gesagt, ich habe eine kleine Überraschung, es ist für jeden noch dieser und jener Betrag auf der Bank. Du kannst es jetzt direkt ausgezahlt kriegen oder du kannst es als Rente beziehen. Mach mit deinem Geld, was du willst. Und das war die Freude, wo ich genau gewusst habe, die haben sich so wenig geschert um das Finanzielle. Die haben das gar nicht gecheckt, wie das angelegt wird. Und alles perfekt und sauber im Hintergrund. Und ich glaube, das hat jetzt komplett eine andere Stimmung verbreitet bei uns. Wir haben 2 Jahre souverän überlebt.
Wir haben das erste Jahr normal weiterbezahlen können. Und im zweiten Jahr haben wir einfach die Fahrtkosten, die ja keiner hatte, abgezogen. Und so hat das gar keiner irgendwie gemerkt, das ist normal weitergegangen. Aber das war ja ihr eigenes Geld. Ich habe sie nur versucht, ordnungsgemäß anzulegen. Wenn da diskutiert worden wäre, wäre das wahrscheinlich immer ausgeschüttet worden. Das wäre Schwachsinn gewesen. Und dafür glaube ich, jeder Leader, jede Führungsperson hat auch eine gewisse Autorität zu wahren und zu sagen, so geht's, sonst soll es der andere machen. Also das, da bin ich sehr hart. Also jeden, das rechne ich auch jedem zu, egal was er macht. Ob das ein Obmann ist, ist ja wurscht, in welcher Formation oder Situation auch immer. Ein Leader muss ein gewisses Gewicht haben, dass er was durchsetzen kann, sonst wird es nichts. Es muss geordnet sein, weil jeder Hirnhaufen hat eine Hackordnung, oder? Und dann werden wir uns das ja wohl auch leisten können. Aber es muss nachvollziehbar sein und ich habe immer gesagt, das Wichtigste als Leader ist, man darf nicht dealen. Das ist das Obergebot und das wissen meine Kollegen. Ich wirtschafte für die Gruppe, ich habe meine Prozente für meine Arbeit und das hat sich. Und wenn mit mir einer dealen will, dann hat er Pech gehabt. Das geht nicht. Aber ich sage gerade, für diese Leistung hätte ich gerne diesen Prozentsatz und das wissen alle. Und so muss das sein. Und wenn ich heute schaue, wie es in der Politik zugeht, da wird es mir schlecht. Und das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Und auf die Frage zu kommen, wie war sonst so die Pandemie? Ich muss sagen, ich bin draufgekommen, dass es auch ein anderes, dass es auch ein Leben vor dem Tod gibt. Nein, schau, ich habe ja... Alle haben immer gedacht, ich kenne alles. Das stimmt nicht ganz. Ich kenne alle Autobahnen, alle Hallen und alle Hotels. Aber ich kenne nicht die schönen Orte überall, das, weil gar keine Zeit dazu war. Und ich habe Zeit gehabt, mit meiner Frau bin ich jeden Tag zwischen 1,5 und 2 Stunden in die frische Luft joggen, aber wirklich jeden Tag. Wir haben so viel Zeit wie noch nie zusammen verbracht. Wir haben uns wohlgefühlt beide. Wir haben eine Situation kennengelernt, die uns vorher gar nicht so bekannt war. Und ansonsten habe ich, was die Allgemeinheit betrifft, habe ich schon gestaunt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute aus der Situation was gelernt haben. Ich komme vor, zum Teil sind sie noch brutaler geworden, noch mehr Ellbogentechnik wird eingesetzt, nur wenn jetzt die Teuerungsraten. Ich glaube nicht, dass das alles Natur ist und normal ist. Da wird sehr viel Schindel untertrieben. Jeder schaut, dass er sich sichern kann, wo es nur geht und merkt dabei gar nicht, dass er dem ganzen System nichts Gutes tut. Wenn jeder ein bisschen bescheidener wäre, dann wäre das meines Erachtens besser. Und ich behaupte, jeder soll es machen, wie er will. Aber Gier und Geilheit ist immer bestraft worden. Ich habe noch nie was anderes kennengelernt. Und jeder, der was glaubt, er kann seine Situation oder seine Position ausnützen, der wird am Ende des Tages draufkommen, dass nichts gebracht hat. Ich habe Konzernchefs, ZDF-Chefs, was ich für die ganz Großen in unserer Branche kennengelernt, die Cäsar gespielt haben, Daumen rauf, Daumen runter. Oft ist der Daumen bei uns auch runtergegangen, hast keine Chance gehabt, ob das eine Fernsehsendung war oder sonst irgendetwas. Das normale Volk hat ja keine Ahnung, wie das hinter den Kulissen zugeht. Man sieht immer dieselben im Fernsehen, das ist ja nicht Zufall, das wird ja gesteuert. Nicht? Aber alle, die Macht ausgenutzt haben, die hatten am Ende des Tages nichts davon. Ich kenne da Beispiele aufzählen, da gibt es Pflegefälle, um die sich keiner mehr kümmert, das waren die größten. Und das habe ich mir als Beispiel genommen und gesagt, komm, der soll das machen, aber das mache ich nicht, das bringt mir nichts. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn du mit mir nach meiner Karriere, und ich hoffe, sie geht noch lang, mir auf einen Café einlandst in Feldbach ins Castello oder was weiß ich, irgendwen oder zum Fitz, dann freue ich mich, dann habe ich einen Erfolg gehabt. Und alles andere ist nur eine Momentaufnahme. Die Eltern haben uns das Wichtigste überhaupt gelernt, wenn ich gescheit reden darf. Sie haben uns gelernt, dass wir uns über den Erfolg anderer Menschen freuen sollten. Das ist eine Tugend, das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Leider gibt es sehr viele Menschen, die haben das Gefühl nie kennengelernt. Aber mal aus, wenn einen anderen frei zu machen und dann zu spüren, wow, das bedeutet dem alles. Das ist das schönere Gefühl, als wenn man selbst beschenkt wird, glaube ich. Das war ganz was Wichtiges, was wir vom Elternhaus mitgekriegt haben, für einen anderen freien können. Gibt es noch irgendetwas, was du mir und uns mitteilen möchtest? Wäre da noch etwas im Repertoire? Was fällt dir noch spontan ein?
Es soll aber nicht überfordernd sein, weil du bist ja sehr in der Rhetorik unterwegs. Du könntest ja 3 Stunden berichten von deinem Leben und noch ein paar Tage dazu. Ja, vielleicht sollen wir vielleicht müssen wir mal einen Abend machen, wo ich gescheit rede. Nicht? Vielleicht gibt es aber was mit Zuhören. Ja. Nein, also ich will niemanden belehren. Was soll ich sagen? Also spontan, sagst du, würde ich sagen, ich finde es überflüssig, dass die Politiker und die was zum Sagen haben, jeden Tag neue Gesetze machen. Das wird immer unüberschaubarer. Es würde reichen, wenn wir noch die 10 Gebote leben würden. Und sogar die 10 Gebote könnte man auf ein Gesetz reduzieren. Wenn wir uns gegenseitig so behandeln, wie man selbst gern behandelt werden würde, dann wäre alles erledigt. Und alles andere ist nur irgendwie, macht die Situation nur noch schwieriger. Die Rechtsanwälte freuen sich dabei, die Menschen zerfleischen sich gegenseitig, alles unnötig. Ja. Es würde mir gut tun, das mehr und mehr so zu erfahren, wie du das geschildert hast, miteinander gut zurechtzukommen. Und das muss halt auch geübt werden wahrscheinlich. Gell? Man muss täglich sich damit befassen. Schau, wenn du sagst, erzähl noch was. Ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel gute Situationen speichere ich so ab, indem ich das versuche, im täglichen Leben einzubauen. Ich war mit Pater Clemens, das ist ein befreundeter Pater vom Stift Göttweig, habe ich mir mal angeschaut, da auf den Versen Jesus, das wollte ich mal wissen, wie war das wirklich, wie fühlen sich die Orte an. Und dort habe ich mir, überall wo ich war, habe ich mir versucht, irgendwas abzuspeichern, das, was ich täglich irgendwo einbauen kann, damit mich das erinnert. Ich habe auch ein gewisses Ritual. Wenn du bei mir privat in der Wohnung bist, dann, was mir ganz wichtig ist, ist meine Ahnengalerie und die Galerie meiner lieben Menschen. Ich gehe vom Wohnzimmer in den Schlafraum, hängt ein großes Familienbild, das ist für mich das Allerwichtigste. Und auf der anderen Seite hängen meine Vorfahren, meine Verwandtschaft, also alle meine lieben Leute, die jeden Tag denken. Und ich gehe, und das verrate ich da jetzt in aller Öffentlichkeit, ich stehe jeden Tag in der Früh auf, versuche dankbar zu sein, dem lieben Gott, dass ich überhaupt aufstehen darf. Und ich rede ganz kurz mit meinem Leben. Auch wenn sie uns schon in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Ich habe mit ihnen irgendwie Kontakt, weil ich habe versprochen, man schreibt immer so groß drauf, wir werden dich nie vergessen. Und solche Sprüche hört man immer. Nicht? Aber das versuche ich auch dann einzubauen. Ich habe eine Pyramide aufgebaut, sage ich dir ganz ehrlich, ganz oben ist meine Mami. Und es geht durch, habe ich bis zu meinen Freunden, die jüngst aus dem Fankreis verstorben sind. Die denke ich mir systematisch durch. Das ist meine Meditation. Das ist mein Morgengebet. Das ist mein Abendgebet. Und das ist genau, das habe ich noch nie wo verraten, aber du hast mich jetzt irgendwie so am wunden Punkt erwischt. Und zudem stehe ich auch und das tut mir gut. Und hat mir unglaublich viel Glück gebracht. Ich glaube immer in heiklen Situationen, die sind immer bei mir und die tragen mich da durch die schwierigsten Situationen. Und daran glaube ich auch in Zukunft ganz fest dran. Also ich danke dir für diese Lebensformel, die du uns jetzt präsentiert hast, weil genau das wäre es ja. Wir wissen das einige tausend Jahre bereits, wie wir besser miteinander auskommen könnten. Nur wir können es nicht umsetzen. Das Wissen wäre vorhanden, aber das Tun, das fehlt uns noch. Und ich sage halt immer, ihr seid ganz klar, weil alle 70, 90 oder 80, 90 Jahre kommen immer wieder neue Leute auf die Welt. Bis die das wieder gelernt haben, sind die schon das wieder weg. Ja, aber dafür wäre es unsere Verpflichtung, dass wir das auch unseren Kindern immer vorleben. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, egal was wir denen sagen, das geht da rein und da raus, aber was wir vorleben, das bleibt. Und gewisse Floskeln, die immer wieder im Volk so vorhanden sind, die können auch irgendwie einmal mit einem Eisenhammer zusammengehauen. Das heißt immer, ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist ein Blödsinn. Ja. Wenn ich will, ich bin in jeder Beziehung ein Spätzünder. Da können Sie wirklich, das sage ich mit vollster Überzeugung, ich habe das Gefühl, ich bin 30 Jahre hinten noch. Vieles habe ich erst viel später überlaut. Wirklich, in jeder Beziehung. Ich hab eine lange Leitung, kommt mir vor. Aber wenn ich es dann habe, dann kann ich damit recht gut umgehen. Das war ja auch der Grund, dass ich mir in der Pandemie gesagt habe, ich muss mir was suchen,
das, was mich herausfordert. Und ich wollte auch was machen, weil ich gesagt habe, wo mir niemand helfen kann dabei und wo mir niemand bremsen kann dabei. Weil ich habe viele Shows gemacht, die sind, aber keine ist so geworden, wie es ich in Vollendung im Kopf gehabt hätte. Wir haben Applaus gekriegt, aber niemand hat gewusst, wie ich mir das vorgestellt gehabt habe. Und ich wollte, habe den Drang gehabt, etwas zu machen, wo mich niemand hindern kann und niemand helfen kann. Und dafür habe ich meine Leidenschaft erfunden, das Hubschrauberfliegen. Ich habe ja zum 64. Geburtstag, habe ich mir gesagt, ich möchte zum 65. Geburtstag vor meinen Gästen mit dem Hubschrauber landen. Das war meine Vorgabe und das habe ich umgesetzt. Und das war für mich, und das ist meine totale Leidenschaft. Nicht? Was ich meine, die Älteren können das nicht mehr lernen. Ja, wieso nicht, wenn ich das will? Es war natürlich meine größte Herausforderung, geistig und körperlich. Entschuldigung, ich habe vor lauter Stress eine Gürtelrose bekommen. Aber das hat mich doch nicht daran gehindert, das durchzuziehen. Ja. Es ist so eine Latten an Unterlagen. Keine Seite war mir bekannt, nichts. Ich kenne mich bei keinem Motor aus und bla bla bla. In der Meteorologie oder Navigation. Alles ist lernbar und heute bin ich froh, dass ich das gelernt habe. Und wenn ich dann über Baldau und über die Südoststeiermark fliege und ich kann das von oben sehen, die Leute wissen ja gar nicht, in was für schönen Gegend, dass wir wohnen. Die täte ich gern hin und wieder einladen und sagen, macht's mir einen kleinen Südoststeiermark-Rundflug, ihr werdet vom Staunen nicht mehr rauskommen. Nein, ich wollte nur damit sagen, du bist nie zu alt, um irgendwas anzufangen. Das ist sonst, man veraltert und verrostet nur, wenn man glaubt, ja, da, es geht nichts mehr. Nein, das stimmt nicht. Also ich wollte da in diese Richtung wollte ich einfach vorangehen. Bewegung ist wichtig, kommt mir vor in der frischen Luft, aber auch geistige Bewegung. Und man darf sie nicht scheuen und ich glaube, es ist ja keine Schande, wenn ich hingehe und sage, ja, ich habe die Materie, wenn ich in Berührung komme, bitte sag mir das oder schulmein, ist egal, ich brauche halt vielleicht länger, aber ich bin intensiver dabei wie Jüngere. Und dann bin ich stolz, meine Pilotenkollegen, die sind meistens 24, 28, ja, und ich habe das Gefühl, wir sind gleich alt und die behandeln mich auch so und wir haben einen Riesenspaß und ich lerne von denen unglaublich und jeden Tag und immer wieder. Also es soll damit nur gemeint sein, nie aufgeben, das Leben ist so schön und bietet so viel und macht was aus eurem Leben, was euch geschenkt worden ist. Ja, lieber Franz, ich danke dir recht, recht herzlich, dass wir zu diesem Interview gekommen sind. Es begeistert mich wirklich sehr, sehr und jetzt darf ich rückmelden, ja. Ja, liebe Zuseher, in diesem Sinne, ja, danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen zur nächsten Ausgabe Wir im Miteinander auf VulkanTV. Ja, und bleibt alle gesund und bleibt der Sendung treu. Mir hat das richtig Spaß gemacht, das war kein Interview, das war einfach eine nette Plauderei unter langjährigen Freunden. Rudi, ich danke dir herzlich. Danke dir auch.